Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und habe für euch heute die nächste Folge Advanced Gameplay Objekt 140 dabei. Nächste Map, wir befinden uns auf der Karte Prokhorovka im Begegnungsgefechtsmodus. Ja, eigentlich könnte man sagen, recht schönes Matchup, wieder nur 3 Zehner auf jeder Seite. Das Problem bzw. die Herausforderung in diesem Match ist im Prinzip, dass wir 3 Artis auf so einer offenen Karte haben. Also, die werden euch so ein bisschen versuchen daran zu hindern, hier die 8er und 9er abzuschmatzen. Mal schauen, wie wir das angehen. Von dieser Seite fahre ich eigentlich gar nicht auf den Hill, von der anderen Seite hin und wieder, aber auch eher nicht mehr so stark. Ich hatte das ja auch schon im Kartenkunde-Video angesprochen zu der Map Prokhorovka, dass ich mich hier versuche immer im Zentrum zu orientieren, und das Objekt 140 kann im Zentrum ganz gut arbeiten mit seinem Turm, mit den 6 Grad Gun Depression, und von daher habe ich gedacht, mein höchster Nutzen für das Team ist hier im Zentrum Spots zu liefern, vielleicht auch den einen oder anderen Scout davon abzuhalten, hier rüber zu picken. Wollen wir mal schauen, E50 gespottet, Bulldog gespottet hinten im Busch. Wir haben jetzt hier eine ganze Menge Spots schon geliefert für unser Team. Vielleicht kann da schon ein bisschen was passieren. Der Bulldog ist so gut wie tot. Der Bulldog ist tot. Wir haben immerhin 756 Unterstützungsschaden am Bulldog bekommen. Ich pieke hier sehr, sehr aggressiv, aber auch nur, weil ich quasi meiner Arti jetzt die Möglichkeit geben wollte, recht früh Schaden zu machen. Leider muss man dazu sagen, nimmt meine Arti das Geschenk, was ich hier präsentiere, nicht an. Ja, leider ein Bouncer, aber ich wollte den Schuss immerhin mal riskiert haben auf den E4, dass er schon mal unsere Duftmarke bekommen hat. Den Scorpion da hinten haben wir auch gespottet. Also ihr seht schon, wir sammeln hier kräftig Unterstützungsschaden. Wir sind schon bei 1906 Unterstützungsschaden. Und ich übernehme hier so ein bisschen die Rolle von dem 1390, beziehungsweise unserem LTTB, weil unser LTTB, keine Ahnung, die Position da ist nicht so clever, die er sich ausgesucht hat. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern wir wollen den maximalen Erfolg für unser Team hier präsentieren. Der Panther 2, ich weiß nicht, abgestürzt ist er glaube ich nicht, ich glaube er ist einfach nur ein Wahnsinniger, aber somit hat er uns auch schon unseren ersten Schaden donated. Wir sind bei 2121 Unterstützungsschaden, 1272 Schaden, einen Kill haben wir leider noch nicht machen dürfen, aber es steht 13-0 für unser Team. Und auch solche Runden habt ihr, wo ihr einfach über das Gegnerteam drüber fahrt, wo es eigentlich kein Problem ist, wo ja vielleicht der Gegner auch einfach zu blöd ist, um das Spiel auf Prokhorovka spannend zu machen, aber da solltet ihr auch dann an der vordersten Front stehen, um quasi auch solche Geschenke überhaupt annehmen zu dürfen. Wenn euer Team das deutlich stärkere ist, dann habt ihr das ja meistens, wenn ihr zu passiv beginnt, dass ihr dann hinten raus nichts mehr abbekommt, und solange ihr quasi immer vorne am Ball bleibt, gerade als Top-Tier-Medium, solltet ihr erstens euer Team mit Spots versorgen und zweitens dann natürlich auch immer da sein, wo der Schaden gemacht wird. Wir haben jetzt nochmal den 5000 da gespottet. 510 Unterstützungsschaden, vielleicht kann er sogar rausgenommen werden. Wichtig ist halt auch bei 3 Artis im Gegnerteam, spielt das Ganze nicht statisch, sondern bleibt mobil. Versucht so gut es geht immer in Bewegung zu bleiben, den Schuss vom Leopard PTA. Das war jetzt nicht so clever, mir den abzuholen, dafür habe ich aber nochmal die Maus gespottet. Vielleicht kann die Arti ja auf die Maus ein bisschen Schaden machen. Ich habe jetzt schon wieder 700 HP eingestellt, aber dafür habe ich insgesamt kombiniert deutlich schon über 4000 Schaden machen dürfen. Und von daher denke ich, ist das ein ganz guter Tausch. Gerade wenn ihr unterwegs seid für eure erste, zweite oder dritte Gunmark, dann spielt dieser gespottete Unterstützungsschaden genauso viel eine Rolle, beziehungsweise ist genauso viel wert wie den Schaden, den ihr selber macht. WN8 ist das natürlich egal, aber so grundsätzlich beim Spotten zählt bei der Gunmark genauso viel. Jetzt hier nochmal ein schöner Armorack-Treffer auf den VK, 101p, wenn es läuft, dann läuft's. Das hat natürlich nochmal den Schaden extrem nach oben geboostet. Wir bleiben auf jeden Fall nicht stehen, sondern bewegen uns weiter, haben so die Arti dazu gezwungen, daneben zu schießen, beziehungsweise hatten vielleicht Glück, dass die Arti daneben geschossen hat, was auch immer. Wie man das auch immer ausdrücken mag, es steht 5-0. Ich wollte jetzt nicht da hinten auf den Jagdpanzer E100 und E4 vorrücken, sondern ich habe mich dazu entschieden, hier vielleicht den Leopard PTA rauszunehmen, die Maus zu spotten. Mal schauen, da ist die Maus. Ihr solltet immer mit den Kanonen, die den meisten Alpha-Schaden im Gegnerteam machen, als letztes ins Gericht gehen. Warum sage ich das? Weil es keinen Sinn macht, am Anfang sich ein 1100er Brett, wenn es nicht sein muss, oder wenn ihr, es kommt immer mal wieder vor, wenn man unachtsam war, aber ihr solltet erstmal mit den Kanonen ins Gericht gehen, die jetzt für euch nicht die allergrößte Gefahr darstellen.
Weil so ein Brett vom E4 oder Jagdpanzer EL100, das tut dann schon gehörig weh und da verliert ihr dann meistens einfach zu viel HP. Arti konnten wir rausnehmen. Ich hatte jetzt schon Heat geladen für die Maus hier an der Stelle. Aber wenn sich dann die Arti anbietet, dann schieße ich natürlich auch gerne auf die Arti. Die Arti für mich hier auch die größere Gefahr. Ihr habt es gesehen, auch hier habe ich direkt wieder von der Maus abgelassen und auf die Arti geschossen. Nächster Treffer auf die Maus. Also wir schmatzen hier richtig gut zusammen mit dem Type 61 an der Maus. Leopard PTA, das ist der Einzige, der jetzt so ein bisschen da hinten den Spielverderber macht und immer mal wieder, wenn wir geschossen haben, rauspiekt. Die Maus lässt sich hier komplett verarschen vom Type 61 und das bietet uns die Möglichkeit, hier schön weiter an der Maus zu schmatzen, Schaden zu machen. Ich kann wieder umladen auf APCR. Wir haben da hinten jetzt noch einen Jagdpanzer EL100. Arti. Vielleicht der nächste Treffer auf die Arti. Nächster Treffer auf die Arti. Also wir durften hier auch an der Arti gut mitschmatzen. Gucken wir mal, ob wir vom Jagdpanzer EL100 oder vom WZ noch was abbekommen. Also, ihr werdet es auch regelmäßig erleben, dass euer Team das deutlich dominierende ist und dass ihr dann solche Gefechtsergebnisse wie 15-1, 15-3, was auch immer bekommt. Und auch da ist es wichtig, dass ihr versucht, euer Bestes zu geben, zu versuchen, den meisten Schaden abzuschmatzen, die Kills zu machen, einfach nur für euch selbst. In dem Moment ist das gar nicht so wichtig, euer Team braucht euch nicht so, euer Team hätte wahrscheinlich auch jetzt hier ohne euch gewonnen, vielleicht nicht so überlegen, wie sie es jetzt getan haben, aber trotzdem sind solche Gefechte dann da, um dass ihr ganz vorne mit am Schmatzen seid. Auch das wollte ich euch nicht vorenthalten und habe dafür jetzt mal, denke ich, mit diesem Replay einen treffenden Beleg bzw. ein treffendes Beispiel mitgebracht. Ich würde sagen, wir schauen auf die Postgame-Stats. Ja, das Ganze war wieder erster Klasse. 95.451 Credits, 3.390 Erfahrungen. Wir haben Großkaliber gemacht und wir haben Panzermeisterschütze bzw. Tanksniper-Medaille bekommen. Schauen wir ganz kurz auf die Teamscore. 5.446 Schaden, 4 Kills, 1.130 Basiserfahrung. Der C62 Alpha hat hier auch gut mit abgeschmatzt. Also wenn ihr vor allem relativ viele Spieler habt, die Schaden machen und im Gegnerteam so viele Spieler, die dann auf gar keinen Schaden kommen, dann kommen halt solche Gefechtsergebnisse zustande. Aber auch da, auch das ist eine Kunst, dann da zu sein und euren Schaden für euch selber zu machen. Wie gesagt, deswegen wollte ich euch auch so ein Replay nicht vorenthalten. Schauen wir mal ganz kurz auf den detaillierten Report. Wir haben 20 Mal geschossen, 18 Mal immerhin getroffen und davon 17 Mal penetriert. 5.446 Schaden, 2.338 Schaden über eine Entfernung von 300 Metern. Wir haben noch 3.299 Unterstützungsschaden gesammelt, weil wir halt uns am Anfang erstmal auf das Spotten fokussiert haben, haben den Bulldog da oben aus dem Busch rausgespottet, haben Spotschaden auf 50, 100 etc. angebracht, durften dann auch noch einen Amorek-Treffer auf den VK 100-01P machen in 5 Minuten 46. Also ihr seht, die Runden mit dem Objekt 140, die sind alle recht kurz und trotzdem kommt dabei sau viel Schaden zustande. Das schafft ihr halt nur, weil diese DPM von diesen Russen-Mediums so extrem krass ist. Auch in dieser Runde durften wir mal wieder Plus machen, 9.902 Credits. Wir mussten hier nur die Ration bezahlen, Rapkit brauchten wir nicht. Obwohl wir auch ein paar Mal Heat geschossen haben auf die Maus und dann auf die Arti, haben wir hier noch ein Plus gemacht. Ja, falls es euch weitergeholfen hat, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!